Einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Ausgabe von Ausfahrt und Auszeit. Heute ist Sonntag, der 17. Mai. Ich habe eine zweite Nacht auf dem Wanderparkplatz am Ries in Hallenberg verbracht und habe mich dazu entschieden, heute Morgen einen Rundwanderweg zu machen, der vom Parkplatz aus beschildert ist. Das ist der Weg H4. Der führt einmal über den sogenannten Kreuzberg nach Hallenberg selbst rein. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dabei und begleitet mich auf dieser kleinen Tour, auf dieser kleinen Wanderung. Also dieser Wanderweg H4 führt jetzt hier durch den Wald einmal runter, ziemlich stark bergab, und dann stoßt ihr hier auf diese Landstraße. Und wenn man jetzt hier rauskommt, einmal die Landstraße überqueren und auf der anderen Seite geht es dann einmal scharf zur rechten Seite wieder weiter. Das ist so eine kleine Hinweistafel, wo dann draufsteht, dass es bis zum Kreuzberg noch 6,2 Kilometer sind. Ansonsten, ich war jetzt einmal geradeaus weitergelaufen, weil ich jetzt nicht genau wusste, muss ich über die Straße schon drüber oder eben halt noch nicht. Und wohlgemerkt, also hier ist jetzt die Hinweistafel, Kreuzberg, 6,2 Kilometer noch, also wir sind immer noch auf dem richtigen Pfad, auf dem H4. Ich bin ja vorgestern schon einmal auf dieser Landstraße entlang gefahren und hatte dann noch einen Schlafplatz gesucht. Aber wir sind jetzt woanders rüber gegangen. Also ich bin schon mal so ein bisschen Richtung Kreuzberg hochgelaufen. Aber ein sehr schöner Weg, muss ich sagen. Scheint allerdings nicht so häufig gelaufen zu werden. Zumindest war der stellenweise so ein bisschen zugewuchert. Aber sehr schön, an Wald entlang, Wiese, durch den Wald hindurch. Ich bin dann so knöcheltief in Laub versackt. Und das ist jetzt hier wieder so ein etwas breiterer Forstweg. Und mal schauen, jetzt geht es, glaube ich, wieder den Berg hoch. Ich folge immer noch dem Wanderweg bzw. dem Rundweg H4, bin immer noch auf dem Anstieg Richtung Kreuzberg, sind wohl noch 4,2 Kilometer laut dem letzten Hinweisschild. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen und hat mich auch ein bisschen geschlaucht,
Und direkt hier am Pfad ist so ein kleiner Jägerunterstand. Kein Hochstand, sondern wie gesagt ein Jägerunterstand, direkt ebenerdig. Man hat hier so ein bisschen Aussicht auf diese Wiese, auf das Tal, auf diese Senke runter. Und hier gönne ich mir jetzt eine kleine Verschnaufpause, trinke ein bisschen was und dann geht's nachher weiter. We'll be right back.
Wie ihr seht, habe ich den Aufstieg zum Kirchberg geschafft. Ich habe mir jetzt gerade eine kleine Rast gegönnt hier an der kleinen Kapelle. Wunderschöne Aussicht. Also hier sind mehrere so Parkbänke, wo man sich dann eben halt hinsetzen kann und kann die Aussicht auf sich genießen. Das ist wirklich traumhaft hier oben. Wetter spielt ja heute auch mit. Zwar bewölkt, aber es ist trotzdem sonnig, es ist angenehm. Nicht zu warm, 17 Grad. Genauso wie gestern. Angenehmes, gutes Wanderwetter. Ich habe übrigens gelesen, dass Hallenberg von der Einwohnerzahl her die kleinste Gemeinde in Westfalen ist. Also ca. 4.400 Einwohner hat Hallenberg selbst. Und das wird jetzt die nächste Station sein. Das heißt, wenn ich jetzt vom Kirchberg aus hier weiter wandere, den H4-Weg, dann werde ich nach Hallenberg selbst reinkommen. Das heißt, ich kann mir die Stadt oder das Dorf mal so ein bisschen anschauen. Und von da aus geht es dann weiter zum Chalet. Down the middle, down.
inside myself. I swear to never talk about it until I start yeah. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. Stripping down new. Ja, wie ihr sehen könnt, ich sitze schon wieder im Chalet, ich bin schon wieder auf dem Rückweg von Hallenberg aus nach Bochum zurück. Und ja, ich muss sagen, die heutige Wanderung, 17. Mai, hat mir sehr gut gefallen. Das war ja der Rundwanderweg H4 vom Sauerländischen Gebirgsverein, der mich vom Wanderparkplatz Rees aus über den Kreuzberg nach Hallenberg selbst rein hingeführt hat. Hallenberg hat mich überrascht, eine sehr schöne kleine Stadt. Mit einem historischen Stadtkern, mit einer Altstadt, da habe ich auch ein paar Aufnahmen von gemacht, war da auch unter anderem im Kräutergarten gewesen. Und ich muss sagen, die Strecke war heute insgesamt sehr abwechslungsreich. Also es ging durch Wiesen, es ging durch Wälder hindurch, ich habe ein Bachbett überquert. Der Aufstieg zum Kirchberg, der war so ein bisschen beschwerlich, weil es sich eben halt dann doch sehr lange gezogen hat, die Distanz hoch. Nichtsdestotrotz, die Aussicht von da oben sagenhaft und ganz toll gemacht, dass man da eben halt dann auch Bänke hat, wo man sich hinsetzen kann. Kann in Ruhe ein bisschen Rast machen, das Trinken, das Essen und die Aussicht einfach auf Hallenberg genießen. Wetter war heute traumhaft, 17 Grad, Sonnenschein, leichte Wolken am Himmel, also ideales Wanderwetter. Ja, schön, dass ihr so lange jetzt dabei geblieben seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich zeige euch jetzt vielleicht noch so ein paar Aufnahmen von der Rückreise.